So, willkommen zurück zu Imperion. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, letzte Folge haben wir erfolgreich die Station ja, abgefrühstückt und noch ein bisschen Pentaxid reingemummelt. Und jetzt der Kurs ist schon gesetzt zu Sigma Beta. Ja, okay. Kurs ist gesetzt, um uns mit GLAAD wieder zu treffen und die Mission abzuschließen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns hier an den Asteroidenfeldern hier noch austoben. Hier gibt es ja, ne, allerhand an Asteroidenfeldern. So. Hier gibt es auf jeden Fall zweimal Eisen, viermal Kupfer, was wir jetzt vielleicht nicht unbedingt brauchen. Silizium auch nicht unbedingt. Saatium ist immer gut. Erestrum ist immer gut. Eis ist immer gut. Platin brauchen wir nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Würde aber auf jeden Fall eine ziemlich lange Suche werden, bis wir hier alle hier rundum gemacht haben. Nur für, das habe ich schon wieder vergessen, Erestrum und Satium. Wobei, ich könnte mal ganz kurz die Bestände einmal durchschauen. Das sind die Satium-Bestände, das ist der Erestrum-Bestand, der ist relativ gering. Und Zaskosium. Also Zaskosium und Erestrum brauchen wir auf jeden Fall. Satium ist nice to have. Promethium ist ja klar, das wird auf jeden Fall. Kobalt, ja. Silizium brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also Eisen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die Kupferbestände sehen auch ziemlich dürr aus. Ja, und so kommt dann halt immer so halt eins zum anderen. Ja. Ja, muss man halt gucken. Also Kupfer, Satium, Erestrum, Zaskosium. Ja, es ist schon durch das Bauprojekt, was hier gestartet ist. Ja, sind natürlich schon die Ressourcen waren die Ressourcen schon ziemlich hart aufgebraucht, das Ganze. Wenn ich mich recht entsinne, musste ich ja auch noch an die Bestände in der Basis, musste ich ja noch dran gehen. Und ja. So, jetzt navigieren wir uns erstmal hier wieder durchs Asteroidenfeld erstmal hier durch. Hoffentlich bleibe ich jetzt hier nirgendwo hängen in der Ansicht. So, du bist in Reichweite. Das ist schön, dass ich in Reichweite bin. Ne, so am besten. Wo gab es denn hier den tollen Einstieg? Ja, da guckt die Basis raus. Ich weiß, da. Gut, geparkt. Schubdüsen aus. Das spart ein bisschen Kraftstoff. Spart ein bisschen Energie. So rum. Oh, so. Passt schon. So, wollen wir mal eben einen Schluck. Ich habe mir eine neue Kaffeesorte geholt. Cappuccino mit Schokogeschmack. Mit freundlichen Grüßen aus der Kapsel-Kaffeemaschine. Oh, okay. Oh. Ja, alles klar. Also, das wird nicht das wird nicht mein Favorite. Man muss noch mal ein bisschen Munition. So, jetzt ein bisschen zu viel. So. Da. Wir wollen es mal nicht übertreiben mit den Lasergeschossen. so, da war die Plattform. Schupp. Ja, go inside. Ey, das so viele Sachen noch nicht. Commander, before you reveal my existence to the GLAAD, can I ask you to, was? To not do that and to keep it secret? Du fragst eine ganz schöne Menge, mein Freund. I know, but Ida has shared that you both have concerned about the GLAAD concerns we shared. After all, that has happened to me. You might understand that I'm not sure I want to reveal myself to any organization at the current time. What do you think? Sure, I'll find an excuse why you are not with me. Okay. Also keine. Gehst du jetzt mal auf? Also keine Möglichkeit, also. Well done, Commander. We have received the data and analyzing it to plan our next steps. This might to take some time. Is Jared all right? This request, okay. Yes, that's perfectly fine. We could not ask more from him anyway. It was an extreme risk.
Thank God it went well. Naja. Just noticed you're already in the base. Good, please meet me in the command center right away. I'm afraid I have some bad news we need to speak about. Mm-hmm. Ein fremder Poster. Oh, das war jetzt die Missionsbelohnung. Ein Poster. Ja, Kapitel 9. Unerwartete Verbündete. Ach, und wir sind schon im nächsten Kapitel. That's, oh. Kinders, ich bin doch noch nicht mal ganz bei dem Commander und... Also, wie die Triggers hier gesetzt sind, ne? Das ist aber echt schon... Commander, ey. Ida and I have tried to evaluate the data we have retrieved from Sigma Falcrum to determine where the initial void artifact came from. We might have found a trace to an excavation site only a few solar systems away in Xerox Space. Yes! In Xerox Space! Woohoo! Das hört sich nach Kloppen an. Kloppen, 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 kloppen. So. Okay, Ida just sent me a note about your last reply with something I do not understand. Ja, schön, dass du da was nicht verstanden hast. Das ist mir auch egal, ob du was verstanden hast oder nicht. Hier unten drunter liegt dein Kern, ne? Wenn ich den wegspringe, dann hast du ausgedient, ne? So, Commander. Commander, we might have some serious problems with one of our team missions. You remember that mission... Commander Lamar is currently away on? Nee, weiß ich nichts von. It was a quite delicate mission, so not hearing back from her for longer than expected is nothing to worry about. They are still in the scheduled time frame. No. But I think they may have been captured by the Xerox. Ah! Okay, it could very well be a trap. Natürlich kann es auch eine... Falle sein. Fly to Junior AFR Asteroid Field in the Unrir System. This is the border system of the Xerox Empire, so expect some Xerox presence. Be careful. There's one thing to note, though. The mysterious sender has a manned one word in the sense, staff of guidance. You may want to let it with you, whatever it means. Good luck, Commander. Bring them back, whatever it takes. Interessant, die Daten von Sigma Falcrum hätten uns ebenfalls in dieses System geführt. Jared und ich glauben nicht, dass es ein reiner Zufall ist. Finde das Asteroidenfeld. Hehe. Finde das Asteroidenfeld. Schau dir das Sonnensystem mit der Markierung Minenbetrieb. Du kannst auch das Feldtyp in der Fraktion der Galaxiekarte nutzen. Was? Galaxiekarte. Welches Feld denn der Galaxiekarte? Jetzt ist gerade, ich bin gerade maximal verwirrt. Ich habe mir jetzt nämlich den tollen Namen nämlich nicht gemerkt, wo wir hin müssen. Gamma. Ich war doch schon in mehreren Systemen drin, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, scheiße, wo muss ich jetzt, Entschuldigung, wo muss ich jetzt hin? Ich hab's... Das Kriel-Imperium ist unfreundlich, okay. So. Aktualisiere den Standort. So, in der direkten Linie von dort nur ein paar Klicks innerhalb des Series. Wir schauen in ein Sonnensystem mit der Markierung Minenbetrieb. Du kannst auch das Feld Type in der Systemsuche-Funktion der Galaxiekarte nutzen, finde das Asteroidenfeld. Du musst den Staff of Guidance in deinem Inventar haben. Nähere dich im Signal, schieß nicht auf das Schiff. Minenbetrieb. Also schau nach in einem Sonnensystem, nach einem Sonnensystem mit der Markierung Minenbetrieb. Du kannst auch das Feldtype in der Systemsuchen-Funktion verwenden. Minenbetrieb. Type Minenbetrieb. Minenbetrieb.
Natürlich. Ist natürlich die Frage, Tim suchen? Type Minenbetrieb. Natürlich. Oh, Kinders. Jetzt habe ich mich selbst verdudelt. Oh, das müsste, glaube ich, hier stehen. Unrier. 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 So, das können wir suchen. Unrier. 12 Lichtjahre, das geht ja. Unrier. Auch Unrier hat ziemlich viele. Oh ne, der hat nichts. Der hat das. Und der hat das. Das Asteroidenfeld hat aber nichts. Okay. Unrier. Okay, das können wir machen. Ich wollte schon meinen. So, ein paar Ziaks klatschen. Das ist doch super. Und ich muss den Staff of Guidance bei mir tragen. Ich hoffe, ich habe den noch irgendwo im Inventar rumgammeln. So. Dann wollen wir mal hier rein. Blub. Chups. So, das Schiff steht ein bisschen schief. Das ist aber nicht schlimm. Ich muss nur eben ganz kurz in den normalen Container hier da rein. Wie weit bist du mit dem Konstruieren? Du bist schon fertig. Dann können wir Strom sparen. Nehmen wir die Munition mit auf. Was futtern müssen wir? Nehmen wir erstmal die kleinen Sachen hier. Die Frage, dekoriere ich das Schiff mal eben gerade neu? Ich muss mal das Schiff kurz gerade ziehen. Zack. Schiff gerade. Dekorieren wir das Schiff jetzt mal eben neu. Dafür muss ich den Schild senken, aber hier ist ja, glaube ich, nichts, ne? Schild. Solange der Schild nämlich aktiv ist, können wir nämlich hier keine Modifikation vornehmen. Containers. Ich habe hier ein paar Dekoblöcke, ein paar Crewstationen, ein paar Alienstationen. Das war ja aus der, weiß ich nicht welchen Folge. Da müssen wir übrigens auch noch hin, um die abzuwracken. Boah, das schmeckt aber echt wie grausige Schuhe. So, was haben wir denn hier für Dekomöglichkeiten? Normale Konsole, eine Stationskonsole, Computertisch. Media Center, Holo-Bildschirm. Ich meine, ich habe ja auch nicht so viel Platz auf dem Schiff, ne? Aber ich möchte es ja doch vielleicht ein klitzeklitzekleines bisschen heimisch hier machen. Hier zum Beispiel in der Ecke geht es schon nicht mehr, weil da die Tür, glaube ich, im Weg ist. Hier neben kann ich, daneben könnte ich setzen. Setzen wir uns dann da mal hin, eine Konsolen, Computertisch. Das passt irgendwie nicht. Holo-Terminal wäre eigentlich gar nicht schlecht. Holo-Bildschirm, ne. Das wäre doch eigentlich ganz cool, ne? So ein bisschen dekorieren hier. Was haben wir denn für menschliche Geschichten? Commander Officer Mail. Commanding Officer. Den kann ich jetzt auch nicht hier hinstellen, weil hier auch die Sachen schon alle im Weg sind. Kann ich hier nur mitten im Weg hinstellen. Ich könnte natürlich die zwei Pilotensitze könnte ich demontieren. Cockpit, so. So. Das würde ja gehen. Du bist ein Deko-Block. Ne? Demontieren Ingenieur Hauptkonsole. Ach nee, das ist. Ach nee, das bist. Ach, das bist du. Das bist du. Einen Teleporter müssen wir da stehen lassen. Du bist arbeiten am Terminal. Das Ding stört mich auch so ein bisschen. Große Konsole. Das stört mich auch so ein bisschen. Das steht so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen lost hier. Dann gucken wir mal, was können wir denn hier. Ich könnte mir den Commanding Officer hinter mir. Ein tanzender Humanoid. Ingenieurs Hauptkonsole. Pilot. Eine Wache. Wachschutz, eine Wache.
Man könnte den auch noch Dialoge, könnte man den auch noch geben. Okay, das ist ja cool. Okay. Ja, vielleicht möchte ich hier so einen Commanding auf, oder ich möchte hier so ein bisschen Leben drin haben. So zwei Leute im Gespräch sind hier auf der Brücke. Nee, auf der Brücke möchte ich das nicht haben. Arbeiten am Terminal. Ingenieurshauptkonsole haben wir. Tanzender Humanoid. Commanding Officer. Rezeptionist. Bitte, was möchten Sie? Bitte, was möchten Sie? Ja, da sieht dann hier so die Statusanzeige hier vorne. Eine Wache. Ich bin so unentschlossen. Das ist die Ingenieurshauptkonsole. Du hast ja auch noch irgendeine besondere Konsole. Der taktische Offizier, genau. Der Kommandeur am Kartentisch, den haben wir da vorne. Könnten natürlich, ne, die Wache da vorne vor will ich nicht. Ich meine, wir könnten hier hinter mir, könnten wir ja so einen Commanding Officer stellen. Genau. Commander. Aber wir könnten den hier vorne hinstellen. Guck mal, das wäre doch was. Wir könnten den hier vorne hinstellen, den Commanding Officer. Oder wäre der besser hier so, weißt du, so rechte Hand, so Commanding Officer, Commander, was sagst du dazu? Demontiert. Oh, ich bin so. Guck mal, sind wir schon 16 Minuten im Video. Genau, aber hier möchte ich den Tisch ersetzen. Hier möchte ich auf jeden Fall Leute im Gespräch haben hier. Zack. Dann macht das doch schon ein bisschen mehr was her. Gucken wir mal hier. Ja, wir müssen ein bisschen Leben hier aufs Schiff kriegen, auch wenn es vielleicht nicht mehr lange so ist. Wachposten. Wachschutz. Wachschutz hier und Wachschutz dort. Das würde doch gehen, oder? Jetzt kriege ich ihn da nicht mehr hin, weil der Schalter da ist. Ah, ist das ärgerlich. Na gut, okay. Wir haben hier eine. Okay, gut. Wir haben hier eine Wache hier stehen, das ist in Ordnung. Hier ist in Ordnung eine Wache. Ist doch cool. Hier hinten können wir doch auch noch was dran setzen. Taktischer. Oh, ein eine Kommandeurin. Könnten ja. Hier hinten, wir haben ja hier hinten noch einen Bereich. Taktischer Offizier, Ingenieurshauptkonsole. Könnten ja hier tatsächlich so den Rezeptionist hier hinsetzen. Für ankommende Schiffe. Bitte registrieren Sie sich. Dann gibt es hier noch eine Wache. Könnte man hier vorne oder hier hinten so dran setzen, genau. Ha, dann war's dann damit. So, was können wir denn hier mit den Alien-Tischen machen? Ich glaube, Alien-Tisch, Sofa, NSC, Gambling-Tablet, Multi-People, tanzendes Alien, stehende NSCs, Kontrollstation NPC, eine Wache. So, hier Kontrollstation NPC. Kontrollstation, Empfangstheke, Kommandeur, kleine Konsole mit einem NSC dran. Ach ja, warum nicht, ne? Das passt doch eigentlich ganz gut da in die Ecke. Dann machen wir das doch so. Ah, gibt es ein bisschen Leben hier drin. Cool. Was könnte man denn hier noch? Das steht mitten im Weg. Das gefällt mir nicht.
Wobei er ist auch ganz gut. Kriegt der das? Nee, da steht dann tatsächlich so richtig im Weg rum. Aber so, das wird so weniger Platz wegnehmen. Dann könnte er hier gucken. Of course. Dann hätten wir hier noch. Ein Spieltisch. Oha, ich glaube, das ist ein bisschen groß hier zum Platzieren, oder? Naja. Zack. Zack. Kriegen wir ein bisschen Leben hier rein. So, was können wir uns noch hier hinsetzen? Spieltisch. Komm, setzen wir uns mal hier einen Spieltisch noch rein. Gucken, ob wir den auch bespielen können. Dann haben wir noch einen. Alien-Wache. Eine Alien-Wache brauchen wir doch hier nicht, oder? Wir haben hier Wachschutz. Ah komm, wir haben ja hier eine Wache. Dann machen wir hier auch den Wachschutz hin. Zack. So. Geht das Ganze doch. Jetzt haben wir noch hier zwei Deko-Blöcke. Ist die Frage, habe ich hier eventuell noch mehr Deko-Blöcke? Mobiliar. Deko-Block. Können wir auch nochmal hier reinziehen. Achso, Stab der Führung. Muss ich nicht irgendeinen anderen Stab dabei haben? Oh, ich habe tatsächlich drei schwere Anzüge. Ich hätte tatsächlich mal einen verkaufen können, ne? Das wusste ich nicht. Ach, nicht Ammo-Container. Hier mein normaler Container. Packen wir jetzt mal das Cockpit da rein. Den Stab der Führung. Ja, gucken wir mal so. Wir haben hier noch jetzt auch ein bisschen Deko, die wir jetzt hier noch verbreiten können. Vielleicht tatsächlich mal hier an die Wand oder sowas, falls das geht. Ah, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Holo-Bildschirm. Sowas würde noch gehen, ne? Eigentlich. Shit, so ein bisschen dekorieren. Oder wir stellen sie dahin. Nehme ich mir jetzt noch das mit. Bing. Was könnten wir denn hier noch so Schönes hinstellen, was so thematisch passen könnte? Konsole. Ups. Die zu groß zum Platzieren, oder? Jo, die ist ein bisschen größer. Dann war die doch eigentlich gar nicht ganz so schlecht, ne? Was ist mit dir? Du passt da nicht hin. Computertisch würde da hinpassen. Oder die halt. Ha! Oder das. Ja, komm, machen wir Computertisch dahin. Guck mal, was passt doch. Sehr schön. Hoho. So, schnell mal wieder den Schild wieder aktivieren. Kostet jetzt wieder einiges an Energie, aber die ist nun mal halt so.
Achso, wir haben doch noch. Achso, na gut. Lass ich den Schild gerade hochfahren, dann ist das jetzt gerade so, wie es ist. Oh Gott, jetzt haben wir schon. Achso, ich sollte irgendein. Warte mal. Wollen wir mal gucken? Finde das Signal, nähere dich dem Signal. Stuff of Guidance. Du musst den Stuff of Guidance im Inventar haben. Ja, was für ein Stuff of Guidance? Ich habe kein Stuff of Guidance. Ich habe. Achso, doch, Stuff of Guidance. Doch, Stab der Führung. Doch, ja, ja, okay. Ja, dann habe ich ihn jetzt in dem Inventar drin. Ist doch jetzt okay. Jetzt habe ich schon wieder das Zielsystem wieder vergessen. Oh, bin ich ein Held unter der Sonne? Unrir. Unrir. Achso, jetzt habe ich so ziemlich nackig hier, oder? Unrir. 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 So, Weltraum, Weltraum. Sun right, Sun button, Sun back. Sun mining operation. Ah ja, Unrir. Okay, Ziel erfassen. Okay. Wo ist das Ziel? Boah, Alter. Da, Unrir. Gut, dann müssen wir ein andermal auf Suche gehen. Alles klar, dann. Boah, Cappuccino mit Kakaogeschmack. Alter Schwede. Boah, was ist das denn für eine Sonne? Alte Valley. Alter Verwalter. Das sieht ja cool aus. Okay, hier gibt's auch nichts. Alter Verwalter, ist das eine Sonne. So, dieses hübsche Teilchen hätte Satium im Angebot. Oh, das ist das Asteroidenfeld. Hier hinten der Planet hat Silizium und der da, der hat auf jeden Fall Promethium und Saskasium, warte ich das sehe. Magnesium brauchen wir gerade nicht. Also Promethium und Saskasium in diesem Asteroidenfeld. Alles klar. Das werden wir uns holen. Boah, ist da hell in der Sonne. Ey, leckt mich fett. Wir empfangen Koordinaten von einem nahen Schiff und werden angewiesen, bei der Annäherung nicht zu schießen. Die Nachricht ist signiert von Botschafterin Hysani vom Haus Abyssal des Zirax-Imperiums. Boah, jetzt erstmal Stoi. Und wir haben schon den Promethium-haltigen Asteroid haben wir schon entdeckt. Gut, da unten ist das Science-Vessel. Aber wir werden jetzt erst hier noch das Promethium uns hier rausholen. Wenn wir schon gerade so prädestiniert vor dem Promethium-haltigen Asteroid hier rausgeschmissen werden, dann nehme ich es natürlich auch mit. Ja, dann war das ja eigentlich heute eine Deko-Folge, oder? So gesehen. So. Ach, das wird aber mehrere Anläufe jetzt hier brauchen. So. Holen wir uns das. Ach, nicht Signalgeräte. Promethium, komm zu Papi. Lecker Schmecker. Jetzt ist das Promethium natürlich hier so in diesem Asteroiden verstreut.
Achso, ich dachte, da wäre noch was. Zoomen kann manchmal helfen, habe ich so das Gefühl. Jetzt kriege ich gerade einen Tinnitus ins Ohr, das ist auch geil. So, da kommt auch auf jeden Fall einiges an Promethium zusammen. Jetzt komme ich nicht weiter da dran. Ich muss schon wieder umparken. Ich muss, glaube ich, tiefer, ne? Ja, so ungefähr. Kriege ich auch die Reste noch mit? Und das, und das, und das. Ah, hier gibt es ja noch einiges. Einiges. Und wir haben natürlich wieder Schotter ohne Ende. Ich glaube, da hinten war noch eine Ecke. Ja. Ich glaube, hier war doch noch mehr irgendwie, oder? Ach, grr. Na, ich glaube, wir müssten alles haben. Okay. Gut, dann sind wir ja auch am folgenden mit auch schon wieder angekommen. Nächste Folge geht es dann hier rüber zum Science Vessel und ja, wir nähern uns um das Signal und schauen dann, was da so Schönes passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentieren und abonnieren ist natürlich Pflicht, genauso wie das weiterempfehlen. Und wer darüber hinaus noch weiter Support leisten möchte, der schaue doch einmal in der Videobeschreibung nach. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.